Schauen, Tourette zählt alle Geheimnisse, Jans Mutter ist geschockt, wer kennt Jan besser, falsch gleich Wasser. Es bleibt weiterhin spannend und ist mir eigentlich komplett egal. Eine Hausparty mit über 40 Personen stattgefunden und drei davon waren so fertig, dass euer ehemaliger Teppich bekotzt wurde und jemand anderes auf Toilette außersehen daneben gekotet hat. Das war ich. Nein! Gab es bei Hauspartys hier mindestens schon 5 Einsätze von Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei. Ich habe in London vor die Mauer des Buckingham Palace... Aber warum rennst du denn weg, Dini? Oh Mann! Die will nicht mit dir kuscheln. Ich glaube, die hat keinen Bock mehr auf mich. Warum versteckst du dich da? Vielleicht weiß sie auch nicht mehr, wer du bist. Katze. Wahrscheinlich weiß sie nicht mehr, wer du bist. Das ist Serengeti, Bro. What the fuck? Aber so richtig möchte sie dich mit dir kuscheln. Ich tue dich jetzt in den Pool zur Strafe. Boah. Ja. Ich glaube, ich ziehe mal. Ja, hol die Schrotflinte, da ist eine Ratte. Das ist eine Katze, Bro. Wenn dann die ganze Schminke runterläuft. Du siehst auch so scheiße aus. Gar nicht wahr. So, und du tunkst uns dann da rein? Ja, trink das, Lampe. Sehe ich gut aus? Nein. Absolut. Nein. Wir üben das schon mal. Nein. Doch. Nein. Doch, Lampe, hier. Hör doch bitte auf, deine Mutter so zu nennen, also wirklich. Ha. Aber willst du noch ein Stückchen näher rangehen? Zum Tim? Ja, sehr gerne. Ach so, ja, na gut. Also hast du doch was mit ihm am Laufen, ja. Oh, Digga. Oh. Da lachen doch beide, gucken sich so peinlich berührt an. Jetzt kommt's raus. Hallo, Freunde der Sonne. Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir drehen heute nochmal, wie sich das viele gewünscht hat. Auf Knacks noch den Katzen-Content vorweggeschnitten, damit wir auf 10 Minuten kommen. Tim, so nicht! Wir haben etwas mit meiner Mutter. Und zwar testen wir einfach mal, wer von den beiden mich besser kennt. Also ich habe mir einige Fragen ausgedacht und die Person, die es falsch beantwortet, wird von mir in das Wasser reingetunkt. Wir raten natürlich mal wie immer wieder mit. Unmittelbar auch. Und schnell. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Und ich habe es gerade erst erfahren. Also ich bin ich habe ja gedacht, die würden sich mal was Schönes ausdenken. Das ist ja, als ob die sich irgendwas ausdenken generell. Das ist schön. Beschwer dich nicht. Nein, genau. Ich beschwer dich nicht, sonst... Hör auf jetzt zu reden, Frau. Kriegst du keine Placements mehr ab. Placements? Keine was? Ja, der nette Teppich ist schön, oder? Ach so. Okay, also ich würde sagen, dann legen wir mal los. Das erste ist eine Frage und zwar, wie häufig wurde ich schon am Knie operiert? Dreimal. Zweimal. Dreimal. Jan. Ich hab doch nur nachgedacht. Ja. Digga, der will aber instant ertränken, Alter. Der Junge, what the fuck? Der geht auf ehrenlos. Dreimal, what the fuck, das wusste ich ja auch. Dreimal sage ich, safe. Woher soll ich wissen, wie oft der im Knie operiert worden ist? Was sind das für dumme Fragen, Mann? Wie soll ich hier mitraten? Ich war schon mal stationär in der Psychiatrie, weil ich durch missverständliche Ticks aus Versehen eingewiesen wurde. Ja, das stimmt. Das hat er mir mal erzählt. Und zwar, weil er gesagt hat, dass er Drogen nimmt. Das ist aber kein Tick gewesen. Der nimmt Drogen, der Junge. Schaut euch den, der nimmt Drogen. Ja. Das stimmt auch. Die Geschichte ist legendär. Ja. Legendengeschichte. In welchem Jahr habe ich die Schule abgeschlossen? Im Jahr 2017. Klar, 2017. Nein, das will ich mal machen. 2017. Scheiße, Blatt. Jetzt kann ich jetzt überlegen. Jetzt deine Antwort. 3, 2, 1. 2018. 2019? What the fuck? Ich habe gemeinsam mit Tim 2015 die Schule abgeschlossen. Was? Hä, was hast du dann so lange gemacht, Dummkopf? Ist das schon so lange her? Ja, 5 Jahre. Vor allem, ich hätte das selber wissen müssen. Ich Chat, wieso ratet ihr mit? Woher wollt ihr das wissen? Woher wollt ihr das wissen? Wieso raten wir überhaupt? Das macht gar keinen Sinn, dass wir mitraten. Ich habe auf einer Veranstaltung mal Weingläser geklaut, weil ich zu dem Zeitpunkt noch keine eigenen hatte. Ja. Ja. Nein. Ich fände es geil, wenn er mit mehr Schmackes die da reinhauen würde, dass sie sich hier oben das Aua tun. Zumindest bei Tim. Warum weißt du sowas? Nein, ich hab geraten. Oh mein Gott, ich hab das schon in meiner Unterhose drin. Ja, das ist kein Wasser. Echt? Ach, hast du dich eingenässt? Oh, zeig mal. Ja, du kleines Wuschelein. Oh, der hat sich eingenässt. Boah. Du kleine Dirne. Alter. Ich musste wegen einer Infektion schon mal einen Monat in häusliche Quarantäne. Nee. Nein. Nee. Was? Als ob! Ich hab doch noch gar nicht geantwortet. Du hast gesagt, nee. Ich hab Schweinegrippe-Flashbacks von 2009. Was? Das war doch keine Quarantäne. Doch, es war Quarantäne. Du warst mit dabei. Der hatte einfach Schweinegrippe, der Bro. What the fuck? Läuft meine Schminke schon? Ja, du siehst aus wie die rothaarige Hure, als die Titanic gesunken ist.
nur schlimmer. Zugecrackter. Und genauso nass. Heute schütte ich mich zu. Ja. Wohin ging mein erster Flug? Einfach richtige. Ja, Digga, ich glaube, ich habe gerade einen Schlaganfall. Ins World Trade Center rein. Nee, das bezweifle ich. Nee. Der erste Flug ging natürlich nach Spanien. Schneller. Nach Spanien. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, okay, lass ich gelten. Ihr hattet beide recht. Das ging nach Mallorca. Okay, passt. Ist eigentlich Deutschland. Als ich 2 Jahre alt war, habe ich mal mit meiner Kacke geworfen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Nein. Richtig. Nein. Was, Digga? Ach, Mann, Alter. Warum, Bro? Warum, Digga? Das macht man nicht mit 2, das macht man mit 20 oder so. Was? Warum hast du? Aber nicht in so einem Alter. Was ist denn sowas? Ja, ich wusste, dass du jetzt so verstört bist. Weil die Geschichte kennst du echt doch nicht. Oh, da hatten wir einen Babysitter organisiert, weil wir auf einer Geburtstag waren. Du hast auf den Babysitter einen Cocky geworfen. Und dann hat er immer gerufen, Ulrike, komm mal ins Zimmer. Und die hat gedacht, der macht Quatsch. Und dann sagt er, wenn du jetzt nicht kommst, dann werf ich mit meiner Windel rum. Ja. Alter, dein Herr. Dann hat er das ja gemacht. Und alles das ist voll. Einfach nur geisteskrank. Und danach kam die aber nie wieder, ne? Das glaube ich sogar. Ja. Seid ihr jetzt alle verstört? Kannst du mal jemanden anrufen? Perfekt. Verstört. Ja. Aber du bist bis jetzt auch trocken geblieben, relativ, oder? Safe, die ist komplett trocken, Bro. Man sieht's absolut. Guck mal, ich bin voll am Trocken. Die ist nicht mehr trocken. Die hat schon wieder gesoffen. Und du bist auch nicht trocken. Du bist feucht. Du hast dich eingenässt. Ehre, Ehre. Hops, hops, hops. Ja. Durchfallfresse. Ich habe mal die Vitrine meiner Mutter zerstört, weil ich rumgesprungen bin und es dann erfolgreich auf die Katze geschoben. Ah ja, ja. Ah ja. Aber das erfahre ich gerade erst, ne? Ich hätte auch gesagt, ja, dass das stimmt. Also das ist klar. Das ist real. Du hast eben geglaubt, das war die Katze. Nach 5, 6 Jahren kannst du es ja erzählen. Ist ja interessant. Da standen voll die guten Gläser drin, ne? Ja. Digga, wild. Standen, genau. Ich habe mal mehrere Tage am Stück die Schule geschwänzt, um Sims 3 zu spielen. Ja. Ja. Nein, Jan, ist nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, doch. Fühl ich aber, Bro. Ich mit 13. Wusstest du das nicht? Nein. Ich habe von den Sims-3-Familien so Stammbäume erstellt und hat meine Mutter sich gedacht, okay, irgendwann ist es dann doch gut, der treibt es ein bisschen zu weit und dann hat die entfernt. Ja, genau. Wie viele Fehlerpunkte hatte ich in der theoretischen Führerscheinprüfung? Können wir es schätzen oder müssen wir die genaue Anzahl sagen? Ich glaube 9 oder sowas hat er mal gesagt. Nicht genau, am besten ganz genau. In der Theorie? Nein. 50, über 50, über 50, Digga. Genau. 75. 60. Ich hatte 71 Fehlerpunkte, das heißt... Wie kann man 71 Fehlerpunkte haben? What the fuck? Weißt du, Tim liegt näher dran und du musst baden gehen. Es wäre geil, wenn das einfach so Stromwasser wäre. Ach, Digga, scheiß drauf, zu viel BDSM-Pornos geguckt. Ja. Ja, toll, ne? Hier im Garten hat mal eine Hausparty mit über 40 Personen stattgefunden und 3 davon waren so fertig, dass euer ehemaliger Teppich bekotzt wurde und jemand anderes auf Toilette außersehen daneben gekotet hat. Safe. Nein! Ja. Also über 40 Personen. Also sag 3, 2, 1. Nein. Ja. Jan! Jan! Ist nicht dein Ernst! Es tut mir leid, das ist mittlerweile, das ist 5 Jahre her. Ja toll, da kannst du schmusen jetzt. Es ist alles beseitigt worden. Ich bin fassungslos. Das ist ja unglaublich. Das war der legendäre 17. Geburtstag. War das, wo der Rettungswagen kam und ja, die Nachbarn haben mir Bescheid gesagt? Ja. Okay, wir machen weiter. Vielleicht kommt gleich noch mehr raus. Ich kann da nichts für. Ich war Digga nicht die Person, die daneben gekotet hat. Nein, das glaube ich. Das war ich. Das glaube ich dir auch. Klatschpack. Ich habe mich vor unserer YouTube-Zeit mal betrunken bei Big Brother beworben. Ja. Ja. Nee. Das war doch gar nicht Big Brother. Das war Big Brother. Das war die neue Version davon. Big, ja, komm. Ich dachte, das wäre eine andere Serie gewesen. Ich habe mal ein Vorstellungsgespräch in Hamburg verpasst, weil ich im ICE eingeschlafen bin und dann bis Kiel gefahren bin. Ja, das glaube ich schon. Nein. Das sind so detaillierte Sachen, Digga, natürlich ist das real. Als ich sturmfrei hatte und noch zu Hause gewohnt habe, gab es bei Hauspartys hier mindestens schon 5 Einsätze von Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei. Ja. Nein. Nein, Jan. Das glaube ich jetzt alles nicht.
Geil, Mutter verliert komplett Glauben an ihren Sohn. Das ist Jahre her, das ist verjährt. Jetzt, Tim, ich bin sprachlos. Warst du da auch immer dabei? Nein, natürlich nicht. Nein. Natürlich nicht. Ich wurde nie zu diesen Partys eingeladen. Okay, jetzt. Ich habe eine Zeit lang mal abgelaufenes Essen in offene Fenster von Nachbarn geworfen, als wir noch in den Terrassenhäusern waren. Auf jeden Fall hat er das gemacht, Digga. Ganz safe. Ja. Stimmt. Gott, wie peinlich ist das denn? Die meisten von denen sind eh schon unter der Erde. Das Scheiß auf die. Das ist egal. In welchem Jahr habe ich das Tauchen gelernt? Mit vier. Wo du acht warst. Deine Antwort war schon mal falsch. 2004. Da war ich 6, nein. Oh, nee, doch nicht. Ich habe mal eine tote Maus, die zu... Dann sag doch die richtige Antwort, Blärt. ...vor von meiner Katze getötet wurde, in den Briefkasten eines Nachbarn geworfen. Nein, auf keinen Fall. Digga, was für ein Terrorkind. Schlimmer als ich, Mann. Ja. Stimmt auch. Das weiß ich nämlich noch. Du bist so ein Horror-Nachbar, Alpha, ne? Ich habe als Kleinkind mal meine Uroma im Schuppen eingesperrt, weil ich dachte, dass Versteckenspiel so funktioniert. Yeah. Nein. Ja. Das stimmt. Digga, what the fuck, Alter? Bro, der begeht irgendwann doch einen Mord, Mann. Ich darf mit dem keinen Kontakt mehr haben. Oh, zum Glück, ey. Die arme Uroma, aber sie wurde sehr schnell wieder befreit. Ey, du warst irgendwie ein richtiges Terrorkind. So. Von dem, was man so hört, ist das irgendwie ein bisschen komisch. Ja, sehr kreativ. Ja, auf jeden Fall. Ich habe in der Grundschule mal das Gerücht verbreitet, dass ich eine Rolle in dem Film Titanic hatte und die anderen Kinder haben es geglaubt. Dummen anderen Kinder, safe. Ja, safe. Ja. Warum machst du sowas? Ich war ein besonderes Kind. Absolut. Und warum? Deine Mutter weiß das halt auch noch. Du bist heute noch besonders. Ja, als ihr im Urlaub wart und ich sturmfrei zu Hause hatte, habe ich heimlich mal versucht, mit deinem Auto zu fahren. Nee, das doch, safe. Das Nein. Das hast du nicht gemacht. Nein, doch. Hab ich auch nicht. Ah, schade, Bro. Gemacht. Oh Gott, ich dachte schon. Penis. Okay, das reicht doch, glaube ich, oder? Ich habe in London vor die Mauer des Buckingham Palace gepisst. Ja. Nein. Doch, hast du. Nein. Nein, habe ich echt nicht. Ich glaube, da wärst du auch im Knast. Aber der Papa hat das gemacht. Das ist ein ganz Versauter. Ein ganz Versauter. Ja. So, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem Video. Habt ihr wahrscheinlich Spaß gemacht, oder? Also, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie bist du so, wie kannst du so mit den neuen Erkenntnissen umgehen, Mama? Gar nicht, ja, gar ich nicht. Ich muss das noch verarbeiten, endlich. Glaube ich auch. Ich bin auch ein bisschen geschockt. Ja, Kackbaum. Ich muss, ja, genau, das ist hier alles passiert. Die Schande ist hier passiert. Ja, genau. Ja, genau. Na? Ich wüsste, wie du das jetzt übergehst. Wildes nein, Video, Leute. Okay, wildes Video. Checkt da auf jeden Fall gerne mal Gewitter im Krit aus.